LT. Achso, der Trigger, Entschuldigung. So, und die prallen nämlich daran ab. Und dann können wir dann, wenn wir das so halten, können wir mit dem linken Analogstick rumlaufen. Und mit dem rechten können wir das Schild ausrichten. Und die können sich damit selber kaputt machen. Das ist ganz cool. Aber es geht so. Special Delivery. Gas. Also man kann die schon vor dem Aufgehen kaputt machen. Das ging mir noch ganz gut hin bisher, ne? Wir haben noch gar keinen Schaden genommen. Ein Fläschchen, was ist hiermit? Oh, das teilt auch, das ist cool. Wow. Okay, das ist scheiße. Heilen wir uns mal. Man sieht auch, dann wird direkt, Kid sees the way to the bastion out the window. It's a bit of a drop. Kleiner Abhang. Ah, okay. Wir gehen noch nicht zum Fenster, sondern wir gehen erstmal hier oben hin. Guck mal, da hat er eine Shisha stehen. Ich muss mich noch an die Tastenbelegung. Ronnie always wanted his ashes scattered here. War das jetzt schlimm, dass ich den getötet habe? Weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Das war irgendwas mit Health-Gedöns. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. Der Hafenbezirk. Der Bringerbogen. Zum Schießen X gedrückt halten. Kid spies a good perch for some target practice. He knows he should draw the string all the way back. Diesen Song, dieses Song, dieses Lied, Song hört sich immer so scheiße an. Wow. Haben die auch bei Rapper Mittwoch mal benutzt. Okay. Schild, das war das Schild. Ganz einfach. Hä? Achso. Ah, ich hab wieder die. So. So. Ich will immer mit Quadrat, also mit X angreifen. Okay. Schöne ist, hier gibt es jetzt auch mehrere Wege. Sowas liebe ich ja. Ach, kann man die auch kaputt machen? Nee. So, kann man hier lang? Nee. Da liegt aber irgendwas. Den kann man bestimmt kaputt machen. Ja. Well, fast runtergefallen. Etwas Sehniges. The kid pockets a memento from a breaker. Once the fastest man in the land. Okay, gucken wir uns das mal an. Etwas Sehniges. Ein Aufwertungsmaterial für den Bringerbogen. Gedehnter Mesedarm. Beliebt bei Bogenherstellern und Knollballspielern. Einer der Gründe für die Beliebtheit der Mesejagd. Was auch immer ein Mese ist. Wenn ich das überhaupt richtig ausgesprochen habe. Und das irgendwie nicht mies heißt oder so. Miesmuschel.
Genau, ich bin mir nicht ganz sicher. The emergency defenses still work. Bad news is they aiming for the kid. Da hat er jetzt gerade so geblinkt ein bisschen. Das ist so ein Superschuss. Ich glaube, der geht sogar durch durch geblockte Gegner durch. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und zieht halt extrem viel ab. Nur muss man den halt gut timen. Weil, wo ich nicht so ganz der Burner drin bin. Aber es geht ja auch so. Na, ein bisschen hätte noch gekonnt. Sehr. Ja. Sicher. Das war das Wort. Wirbelwind. Picks up a few pointers from a dusty old tome. Wow, 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 wow. He's a mighty wow, wow, wow. Okay. Um den Wirbelwind zu machen, können wir jetzt den rechten Trigger benutzen. Der tut oben links, seht ihr diese drei bläulichen Fläschchen. Das sind die Fläschchen für unsere Lebensgedöns, womit wir uns mit wieder auffüllen können. Und rechts daneben ist so schwarze Fläschchen. Und wir brauchen momentan ein Fläschchen, also wir müssen ein Fläschchen benutzen, um diesen Wirbelwind zu machen. Das heißt, wir können den auch nicht unendlich machen. Den Wirbelwind tun wir aber, glaube ich, tun. Also wir kriegen die Flächen hier auf der Map, kriegen wir die einfach schwarztonig, heißt das, glaube ich. Wenn ich das jetzt gerade richtig gelesen habe. So. Gehen wir hier mit dem Schild wieder lang. So. He finds the distillery right next to the arsenal. Tough part of town. Üble Gegend. Und jetzt hier mit den Äpfelchen wieder aufleveln. Also nicht aufleveln, sondern aufladen. Energie und so. Okay, aber wir müssen erst in die Läden rein, so wie das aussieht. Gehen wir hier in die Distille, heißt das nicht so? One sip of the spirits in that distillery and the kid will feel like a new man. Okay. Hier können wir jetzt so Spirituosen reinstellen, die uns, glaube ich, irgendwas verbessern. Genau. Leichlingsmost. Plus 10 maximale Gesundheit. Fermentierter Leichlingsextrakt mit einem Bukett von altem Brot und Meerwasser. Sehr nahrhaft. Okay. Also, wir kriegen dann 10, plus 10 maximale Gesundheit. Rettungsruhm. Beißendes Gebräu, das die Sinne besänftigt und die Nerven beruhigt. Beliebt bei Bringern und anderen Kämpfern. Plus 10% kritische Trefferchance, ist aber nur aktiv bei voller Gesundheit. Ist quasi wie bei Zelda. Also bei den alten Teilen, ich weiß nicht, wie es bei den neuen ist, dass man halt nur bei voller Energie das Schwert schmeißen kann. Vorteilhafter Fizz. Als Gag in einer Bar erfunden, erfreute sich zunehmender Beliebtheit unter Berg. Und Schrottarbeitern. Unter Berg und Schrottarbeitern. Metallischer Nachgeschmack. Absorbiert lose Fragmente. Absorbiert. Sind das die Fläschchen, die da rumliegen? Nee. Weiß es nicht. Aber man kann das während des Spiels
kann man das auch nochmal austauschen. Das heißt, wir legen uns da jetzt, glaube ich, nicht auf eins richtig fest, sondern man kann das immer ändern. Meine ich mal. Ich hoffe, ich liege richtig. Aber ich würde uns den Leichlingsmost würde ich mir jetzt einfach nehmen. Genau. So. Genau, passive Boni. So. Und dann gehen wir hier noch ins Waffenlager. The arsenal is where the kid can pick the best tools for the job. Genau. Da können wir uns jetzt auswählen zwischen der Hauptwaffe, der Nebenwaffe und dem, ich nenne es mal Zauber. aber ich möchte hier gerne das Repetiergewehr haben, weil ich das besser finde als den Bogen. Der Bogen macht zwar mehr Schaden, aber ich stehe sowieso immer auf schnell schießende Waffen. Neue Waffe zugewiesen. Ja. Achso, ich könnte das vielleicht mal vorlesen, was da noch steht. So. Bringerbogen, vielseitige Distanzwaffe. Das Spannen der Bogensehne erhöht die Angriffskraft. Mit diesen stabilen, leichtgewichtigen Bogen erkunden die... Jetzt ist das schon wieder dieses Wort. Ceylonischen Bringer die abgelegensten Gegenden im Namen ihrer Stadt. Ist schön, dass es um die Stadt geht. Und ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Reißer-Repetiergewehr. Schnellfeuer-Distanzwaffe. Kann während des Feuers nicht bewegt werden, lädt automatisch nach. Ein aus einem unglückseligen Tier gefertigtes Magazin verleiht diesem lautlosen Repetiergewehr, die einst von Urjägern, schätze ich mal, bevorzugt wurden. Ihr prägnantes Äußeres. Und dann haben wir noch den Sailhammer. Ausbalancierte Nahkampfwaffe. Standardangriffe damit sind wirkungsvoller. Ja. Schwere Hämmer, wie dieser, wurden zum Bau von Kailondias? Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Berühmten wogenden Wänden verwendet und beschützen sie vor Feinden und Wettereinwirkungen. Oh. Und da haben wir hier noch, haben wir noch was. Okay, machen wir hier erstmal den Blitzrundumschlag. Reißer-Repetiergewehr-Fertigkeit. Eine Spirale aus Blitzen, die in allen Richtungen Schaden verursacht. Früher verließen sich umzingelte Trapper auf diese Technik. Pro Anwendung wird eine Schwarztonik benötigt. Ein Schwarztonikum benötigt. Ja, da gibt es jetzt auch Unterschiede, weil manchmal werden zwei benötigt oder so. Und ja. Wirbelwind. Keilhammer-Fertigkeit. Ein wilder rotierender Schlag, der mehrere Feinde auf einmal beschädigen kann, wurde ursprünglich von den Abrissmannschaften der Stadtmauer eingesetzt. Pro Anwendung wird ein Schwarztonikum benötigt. Und da wir den Bogen nicht ausgerüstet haben, können wir das jetzt hier nicht auswählen. Ist nämlich der tanzende Schuss Bringerbogenfertigkeit. Eine geheime Bringertechnik, die dafür sorgt, dass ein Pfeil von Feind zu Feind tanzt. Ursprünglich nur als Schaustück gedacht, aber schon bald für die praktische Anwendung entdeckt. Pro Anwendung wird ein Schwarztonikum benötigt. Was eigentlich auch eine ganz coole Magie ist. Ich nenne es mal Magie, Tonikum-Gedöns. Aber wir nehmen hier den Blitzrundumschlag, weil mir das mit dem Hammer irgendwie... Ich habe da Angst, dass ich da in den Abgrund reinfalle. Das war's dann aber hier. RT. Nee, das ist hier so. Ah, ein Schwarz. Das ist auch nicht so geil, merke ich gerade. Warum liegen hier wieder so Fläschchen rum? Ha